Drei beliebte Aktien, bei denen du aufpassen solltest. In diesem Video sprechen wir genau darüber. Viel Spaß dabei. Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau. Wenn man sich mit dem Investieren beschäftigt, ist es schon mal eine super Sache. Wenn man sich dann etwas genauer damit beschäftigt, dann sieht man recht schnell, es gibt so Unternehmen oder Aktien, die als die üblichen Value-Kandidaten irgendwie gelten, die als die sicheren Aktien gelten, weil die immer ihre Dividende erhöht haben, weil die schon seit Jahrzehnten da sind. Und da kommt es oftmals zu dem Trugschluss, dass man sagt, diese Unternehmen sind doch besonders gut aufgestellt, weil sie eben schon so extrem lange da sind und deswegen sollte ich mich doch an denen auf jeden Fall beteiligen. Also, schauen wir uns das Ganze mal an. Um welche Aktie handelt es sich, beziehungsweise womit starten wir? Wir starten mal einfach mit Coca-Cola. Ich lese extrem oft über Coca-Cola, dass das in jedes Depot gehört, dass es unbedingt reingehört, wenn man einsteigt ins Investieren, wenn man wenig Schwankungen haben will, so ein alteingesessenes Unternehmen und so weiter und so weiter. Das mag auch alles stimmen, wenn man jetzt die Historie anguckt, wie die Aktien gelaufen sind. Trotzdem handeln wir nicht die Vergangenheit, sondern wir investieren in die Zukunft, denn es ist relevant, was in der Zukunft passiert. Und das Problem, was bei diesen sehr starken Brands passiert, ist, dass sie den Eindruck vermitteln, als dass alles genauso super wäre wie von vornherein. Wenn man sich jetzt allerdings mal Coca-Cola anguckt, und ich habe das hier bei uns im Value-Rechner schon mal aufgemacht, das ist ein Tool, was wir für unsere eigene Geldanlage entwickelt haben und was wir halt in unseren Coachings, unseren Coaching-Teilnehmern zugänglich machen, weil man da innerhalb von wenigen Sekunden eine komplette Bilanzanalyse im Endeffekt auf, ja, zumindest auf Zahlenbasis schon mal machen kann, sehen wir, dass wir in den letzten Jahren gar nicht mehr so rosige Wachstumszahlen haben. Wir betrachten hier mal die Jahresdurchschnitte, dass es in verschiedenen Bereichen gar nicht dazu kommt, dass diese Aktie jetzt wächst. Jetzt sehen wir zwar noch, okay, die verdienen auf dem, was sie eigentlich machen, noch gutes Geld, aber wie viel Wachstumspotenzial steckt denn in diesen Aktien? Und wenn ich dieses Wachstumspotenzial oder wenn ich darüber spreche, meine ich natürlich auch, wie viel Wert kann geschaffen werden, was langfristig dazu führt, dass die Aktie auch das Potenzial weiterhin hat, um zu steigen. Und das ist eine Sache, die oftmals übersehen wird, weil sich eben auf einen, ja, auf eine starke Marke, auf einen starken Namen verlassen wird und das, was die Masse im Endeffekt sagt. Eine Sache, die natürlich vollkommen richtig daran ist und an dieser Herangehensweise, an diesen Ideen, ist, dass ich mich auf Unternehmen spezialisiere oder, was heißt spezialisiere, aber mir Unternehmen anschaue, die ein hohes Alleinstellungsmerkmal haben, wo es schwierig ist für Konkurrenten, dieses Alleinstellungsmerkmal zu übernehmen. Sowohl bei Coca-Cola als auch zum Beispiel in McDonald's, gucken wir uns gleich auch mal an, ist es so, dass wir eine extrem starke Brand haben, die ganz schwierig ist einzunehmen. Und das ist das, was sie auszeichnen und was sie auch so interessant auf der anderen Seite machen. Die Frage ist immer nur, habe ich bessere Alternativen? Und da kommt es im Endeffekt ins Spiel. Wenn ich mir angucke, wie sind die Wachstumsraten, wie ist der Verschuldungsgrad, wie ist vielleicht auch die Ausschüttungsquote, je nachdem, auf was ich mich jetzt worauf ich mich jetzt einschieße, dann ist es oftmals so, dass diese alteingesessenen Unternehmen viel, viel weniger Potenzial haben als Unternehmen, die vielleicht noch etwas kleiner sind. Bei Coca-Cola ist es zum Beispiel so, die haben einen Anteil an Monster gekauft von 30%. Und das wiederum ist ein Unternehmen, was eher wieder Wachstumspotenzial hat, weil es eben noch kleiner ist. Und das Problem ist aber, dass auch durch solche Beteiligungen, der Mehrwert, der in der eigentlichen Aktie geschaffen wird, zu gering ist, weil wir eben ein so groß gewachsenes Unternehmen geworden sind. Jetzt heißt es nicht, nur weil wir solche großen Unternehmen haben, dass diese nicht mehr wachsen. Da gibt es genug Gegenbeispiele, die was anderes sagen. Aber wenn wir eben eine gewisse Marktsättigung erreicht haben, braucht es entweder immer Alternativen, um noch weiter wachsen zu können. Denn wenn der Markt abgegrast ist und es sich dann vielleicht eher auch in den Verdrängungsmarkt entwickelt, dann habe ich mit der Aktie langfristig vielleicht eher Probleme, weil eben das Wachstumspotenzial im Endeffekt eingeschränkt ist. Und wenn wir das Ganze mal hier für McDonald's zum Beispiel durchführen, da sehen wir, das Bild ist etwas positiver, aber trotzdem in vielerlei Hinsicht nicht das Wachstum, was man sich jetzt eigentlich vorstellt, wenn man vielleicht auf der ersten oder beim ersten Mal gehört hat, was jetzt im Endeffekt, was das für eine Aktie ist, die ich jetzt hier vor mir habe. Und das ist
im Prinzip die Sache, bei dem ich auf das Video aufmerksam machen möchte, nicht diese alteingesessenen Meinungen zwangsläufig übernehmen, sondern immer für sich selbst erstmal hinterfragen, was kaufe ich denn da eigentlich? Wie ist das zukünftige Wachstum des Unternehmens? Hat es noch Wachstumspotenzial oder nicht? Oder warum beschäftige ich mich jetzt mit diesem einen Unternehmen eigentlich jetzt gerade hier konkret und möchte da rein investieren? Und das dritte Unternehmen, das ich jetzt in diese Reihe mal mit einreihen möchte, ist Bayer. Bayer haben wir auch eine Gesamtanalyse gemacht, die findest du auch hier oben. An der hat sich, ja, soweit ich das jetzt sehe, bisher nichts geändert, dass wir eben zum Beispiel schon mal die richtige Herangehensweise haben, dass wir sagen, okay, die Aktie wurde extrem abverkauft, jetzt muss sie doch günstig sein. Die Idee, wenn man sich das Ganze bei Aktien macht, super, schon mal richtig viel verstanden, weil solche Phasen sich natürlich eher dazu eignen, wenn Aktien gefallen sind, diese dann zu kaufen, wenn man eben ein höheres Potenzial haben will. Aber, und da kommt das ganz große Aber, wir haben zwei Dinge. Zu welchem Preis kaufe ich denn eigentlich? Das ist bei allen Sachen relevant, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Und zum anderen, was ist das Risiko, warum ist das Ganze gefallen und kann ich einschätzen oder kann mir eine Meinung bilden, warum es jetzt im Endeffekt wieder nach oben gehen sollte. Bei Bayer ist es so, wir haben extrem viele politische Risiken und es ist schwer einzuschätzen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Wir haben uns ein Unternehmen mit dazu gekauft, bei dem es große Vorwürfe irgendwie gibt, was ein extrem negatives Image hat und wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht. Das heißt, dieser Abverkauf, wenn das Ganze runtergeht, heißt, dass es günstig sein kann, aber nicht muss. Bei allen dreien Unternehmen, wenn man aber mal über günstige Preise spricht, ist es allerdings so, dass man natürlich ableiten kann, welche Preisbereiche wären dafür denn interessant und ab welchen ist es, sagen wir mal, fair bewertet und bei welchen Bereichen ist es unterbewertet. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann kann auch genauso eine McDonald's und eine Coca-Cola interessant sein und vielleicht sogar, wenn wir jetzt mal die politischen Sachen außen vor lassen, eine Bayer oder nehmen wir mal als besseres Beispiel eine Kraft Heinz, die ja auch ordentlich unter die Räder gekommen ist, weil ich eben sage, ab diesem Niveau ist es mir das Risiko wert, das Ganze jetzt einzugehen. So, und das Ganze kann man für jedes Unternehmen machen, dass man einen Annäherungswert dafür für sich berechnet. Das hat natürlich auch den ganz großen Vorteil, dass wir emotional uns weiter davon distanzieren können und sagen, okay, der Preis fällt, ich kann jetzt auch kaufen, weil das ist emotional gar nicht so einfach, in einen fallenden Kurs hineinzukaufen und kann im Endeffekt dann meine Schlüsse ziehen. Aussage oder Fazit des Videos ist, nicht alteingesessene Meinungen übernehmen bei beliebten Aktien, die man irgendwie haben müsste oder die gehören ja in jedes Depot. Das finde ich ist eine ganz, ganz schwierige Aussage, die extrem schwer zu unterschreiben ist. Dann, wenn man das Ganze so sieht, würde ich nicht auf Einzeltitel setzen, sondern mich eher dann mit einem breit gestreuten Portfolio vielleicht eher auseinandersetzen und dann vielleicht sogar auf ETF setzen, weil im Endeffekt auch bei solchen Unternehmen, wenn ich solche Meinungen übernehme, ein hohes Risiko mit drin steckt. So, wenn du allerdings wissen willst, wie finde ich ein Unternehmen, bei denen das Ganze viel attraktiver aussieht, die noch dieses Wachstumspotenzial haben und wo es jetzt keine Zockertitel sind oder wir jetzt irgendwie auf Growth-Unternehmen setzen müssen, sondern werthaltige Unternehmen, die sehr günstig bewertet sind. Das Ganze machen wir nämlich systematisch, das bilden wir aus in unseren Coachings, dass wir ganz genau zeigen, wie kommt man dahin, durch Tools wie das, durch andere Tools, durch Checklisten, alles systematisiert, alles von der Kapitalmarktforschung auch hinterlegt. Wenn du dir das Ganze zunutze machen kannst, lass uns einfach mal unverbindlich und kostenlos miteinander sprechen. Das Ganze kannst du nämlich durch ein Strategiegespräch machen, was du mit uns vereinbaren kannst. Link findest du hier oben in den Infokarten oder hier unten in der Beschreibung oder du gehst einfach auf www.pmlingnau.de. Dort kannst du das Ganze vereinbaren, einen Termin mit uns und dann sprechen wir ganz konkret über deine Situation, ob es Sinn macht, so ein Ansatz und vor allem, wenn es Sinn macht, wie wir dir helfen können, genau das zu erreichen. Das Ganze kann ich dir anbieten. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen, aktiviere die Glocke, dann verpasst du kein weiteres Video. Teil das Video gerne, wenn du sagst, hey, das ist doch interessant für jemand anderen. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.